Das Ausmaß ist doch eine Nummer größer, als sich der eine oder andere das vorgestellt hat. Wir haben einen deutlichen Rücksetzer, allerdings heute zumindest mal wieder ein bisschen Hoffnung. Na gut, nicht wirklich, denn wenn wir ehrlich sind, sind wir immer noch unter der Wasserlinie. Wir sind am heutigen 30.11. mit einem Gap nach unten gestartet. Ihr seht das hier und sind noch nicht wieder auf dem Schlusskurs von gestern. Also, was das angeht, ja, okay, es geht wenigstens ein bisschen nach oben, aber so richtig überzeugend ist das noch nicht. Ich muss allerdings sagen, wenn ich hier jetzt auf den deutschen DAX hier gucke, also den deutschen Aktienmarkt, den Index gucke, ganz schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Ich habe so fast den Eindruck, das ist natürlich so ein, so ein, so ein, ja, so ein grober Blick. Also, wenn ich das hier mir mal anschaue, hier war das irgendwie so ein Päuschen, hier ist das so ein bisschen Päuschen dazwischen. Der, ein Gap, das werde ich häufig gefragt, wie ist denn das einzuschätzen? Na, das ist die schnellste Form einer Bewegung. Also definitiv nicht korrektiv. Theoretisch kann man dann also sagen, Senkrecht fallend ist dann eine scharfe Bewegung. Vorher ging es ja auch relativ zügig runter, im Nachgang auch nochmal. Und wer dieses Ding sieht, es erinnert doch sehr stark an dieses äh, klassische Verhalten einer vorläufigen Haupttrendrichtung, nämlich einer fünfwelligen Bewegung. Also, dass das hier vielleicht sogar das ist, halte ich für nicht abwegig. Wenn das wirklich so ist und der Markt jetzt ja nach oben kommt, dann hätten wir doch eigentlich ganz gute Chancen, dass der Kurs jetzt hm, entweder die Abwärtsbewegung beendet. Ja, denkbar ist das. Allerdings nach der Vorgeschichte, ich weiß es nicht so richtig. Ich habe ein wenig die Sorge, dass das erst der erste Teil der Abwärtsbewegung ist, dass es also vielleicht jetzt schon mal ein bisschen nach oben kommt. Klar, wenn das ein Fünfweller tatsächlich ist dann ist das sehr realistisch, sehr häufig, nicht zwangsweise immer so, aber sehr häufig eben, dass wir dann in diese Zone hier quasi da noch mal reinlaufen. Fibonacci lässt grüßen, das ist die 38er Marke. Ich sag mal ungefähr 15500 für den Index bis 15800. Ein bisschen niedriger, ein bisschen höher, alles safe. Wichtig nur, es müsste entweder ABC mäßig oder eben wackelig sein. Ja, das wäre eine wichtige bedingung dafür dass er so da reinläuft dann können wir nämlich sagen moment moment das war nicht der wackelige teil das allerdings ist der wackelige teil damit haben wir eine richtungsentscheidung und diese richtungsentscheidung die können wir nachher nutzen um zu überlegen ja naja, wenn das die richtungsentscheidung ist und diese korrektur irgendwann mal zu ende ist stichwort ist trigger dass dann der Kurs anschließend nochmal weiter nach unten geht und wir dann eben tatsächlich hier auch nochmal eine Stufe niedriger landen, als äh, sich der eine oder andere das idealerweise wünscht. Also dass wir diese Marke nicht nur berühren, sondern auch wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen durchstoßen. Solange wir über der grünen Linie bleiben, hier die liegt bei 14.000. Ich hatte es im Wochenendvideo im übergeordneten Blick mal erklärt. Für all diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, schaut es euch an. Es ist, glaube ich, nicht so schlecht, um mal zu sehen, wo stehen wir oder wie stehen wir denn da aktuell. Also, die Chance ist nicht ganz gering, dass dann der Kurs äh, da immer noch in einem normalen Korrekturmuster ist und sogar nach oben geht. Dann erst wird entscheidend, ob diese Marke hier unten oder dieser Bereich ist ja keine Marke, aber dieser Bereich nochmal angesteuert wird. Jetzt haben mich einige Fragen erreicht. Mensch, aber wäre es nicht denkbar, dass das hier einfach nur so die letzte Bewegung eines Flats ist? Also, das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Ein Flat ist ja häufig auch so ein Impuls. Wäre das hier denkbar? Denkbar ist es natürlich, aber das wäre umso denkbarer, je mehr das hier korrektiv wäre, diese Aufwärtsbewegung. Denn ein Flat hat vor dieser Impulsbewegung, die dann die letzte wäre, vorne irgendwas Wackeliges. Jawohl, haben wir. Und in der Mitte aber auch irgendwas wackeliges. Und da ist die Frage, ist das wackelig oder nicht? Mit ein bisschen Liebe und Fantasie kann man sich das vielleicht sogar erahnen, dass man sagt: Aber hier war die Pause in der Mitte, danach schnell da vorne. Ganz ausgeschlossen ist es nicht. Dann wäre das ein Flat, dann sind wir bald am Ende und der Markt kann direkt nach oben gehen. Auszuschließen ist das nicht. Und das ist das Wichtige, was wir als Händler lernen müssen. Jetzt nicht sagen, nee, das wird nicht passieren, sehe ich nicht so. Oder ja, das sehe ich genauso, das passiert jetzt. Sondern auf genau dieses Ding hier, Trader höre die Signale sozusagen, hier, um ein, ein sehr nicht-kapitalistisches Bild hier zu prägen. Das ist etwas, was jetzt spannend wird. Kriegen wir jetzt hier eine scharfe Aufwärtsbewegung mit wackelig runter? Ja, dann ist es die vielleicht etwas weniger wahrscheinlichere Variante, die ich hier gerade angedeutet habe, eines Flats. Und diese Geschichte, warum ist sie weniger wahrscheinlich? Weil ich das nur wenig leidenschaftlich korrektiv finde, diese Aufwärtsbewegung. Wenn er allerdings in dieser Kiste jetzt hier, da in diesem Bereich jetzt hier, anstelle dessen wackelig hochkommt, dann bin ich mir sehr sicher, dass wir das hier nochmal bekommen. Und als kleiner Hinweis, damit man nicht also ich sage mal, möglichst viele unnötige Negativ-Trades verhindert, lasst euch entsprechend triggern, wenn der Markt dann die Unterseite durchstößt. Das ist leider keine Garantie, dass man damit alle Negativ-Trades ausschließen kann. Da wäre noch schöner. Aber es verringert die Anzahl der negativen Trades so schön, dass man sagen kann, ah, okay, das bleibt dann doch in der grünen Zone, also in der, Ver in der verlustfreien, in der Gewinnzone letztlich, wenn man hier diese Trades <laughs> miteinander... Also aufeinander kumuliert, dann sozusagen. Also, das wird sich jetzt hier entscheiden. Aber ihr seht schon, in beiden Fällen halte ich es für recht realistisch, dass wir hier mit dem, was wir aktuell sehen, also sprich, dass wir mit dem hier vorläufig erstmal in einer Aufwärtsrichtung sind. Das halte ich für sehr realistisch, dass das passiert. Ist nicht zwangsweise so, aber es würde mich jetzt nicht sehr wundern. Wir sind ja hier auch schon so halbwegs, werden auch knapp hier in der Überschneidung. Also. Da spricht einiges dafür und im Moment sieht das ja hier ebenfalls eher so aus, wenn es da hier sogar für die Intraday-Trader am Nachmittag noch mal so aussieht oder morgen Vormittag beispielsweise wäre das ja ebenfalls ein positives Zeichen. Denkt immer dran. Wie weit sollte so ein Anstieg dann gehen? Merkt euch das, zeichnet Fibonacci vom Startpunkt der schnellen Bewegung bis zum vorläufigen Endpunkt der schnellen Bewegung. Und dann habt ihr hier so die Zone und dann habt ihr so Mindestziele. Ey, cool, bis dahin haben wir eine realistische Chance, da noch was zu reißen. Gucken wir ganz schnell auf die Amerikaner. In Amerika ist es äh, beim Dow Jones, zumindest im kurzzeitigen Bereich, noch nicht so richtig toll. Denn wir sehen, dass hier der, der kurzzeitige Bereich tatsächlich. Hm. ja, so halbwegs wackelig noch nach oben kommt. Wir sehen das an den vielen Kursüberschneidungen. Hier das da mit dem und mit dem. Hm, nicht ganz optimal. Ansonsten kann man hier noch nicht so arg viel sagen dazu. Also da bin ich noch nicht entschlossen, aufgrund dessen, was ich hier sehe, jetzt auf die Long-Seite zu wechseln. Finde ich Short sogar gar nicht so abwegig. Der SP und der Nasdaq, der war, die waren eigentlich immer gar nicht so schlecht drauf. Also hatte man eher so den Eindruck, dass. Ja, das ist doch schon mal ein guter Wille, eine starke Aufwärtsbewegung, was Wackeliges in die und anschließend nochmal die Fortsetzung. Aber ihr seht, auch das mutet in diesem Anstiegsteil nur dreiwellig äh, an. Das heißt, äh, ich gehe eher davon aus, dass das eben auch nur eine Korrektur war. Der Punkt ist aber höher als der. Es gibt zwar abgeschnittene Bewegungswellen, das heißt, dass die letzte kürzer ist. Es ist aber nicht so typisch. Ich würde also eigentlich von der Statistik, von der Wahrscheinlichkeit eher davon ausgehen, dass es hier nochmal ein Stück nach unten geht. Ja, wie passt das denn jetzt zusammen? Na gut, wir wissen ja, dass der SP und der DAX nicht super verwandt sind miteinander und ebenso die NASDAQ bzw. der Nasdaq-Index ebenfalls ein bisschen auf eigenen Füßen. Unterwegs ist also ein bisschen unterschiedlich, was das angeht. Das Grundprinzip der starken Bewegung und der Wackelei gilt natürlich grundsätzlich auch hier. Ihr könnt in etwa das, was vorne ist, das muss nicht so passen. Bei SP hat es nicht ganz gereicht, glaube ich. Hier war es jetzt ein bisschen mehr, aber es ist eine Orientierungshilfe, dass man ungefähr sehen kann, ja, okay, wir wissen in etwa, was er da vorhat. Scheinbar, das kann man dann zumindest mal ein wenig nutzbar machen. Also, ihr seht, die Indizes nicht ganz einheitlich, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Abwärtsseite noch nicht ausgegoren ist. Und das ist fast egal, bei welchem Index. Die sind ein bisschen im unterschiedlichen Rhythmus. Der DAX vielleicht jetzt erst noch mal ein bisschen nach oben in den nächsten Stunden. Um später dann nochmal die nächste Abwärtsbewegung zu machen. Hier wissen wir es noch nicht ganz genau. Vielleicht fängt der ja schon ein bisschen früher an, mal zu laufen und der andere zieht nach. Aber ich denke, das ganz dicke Ei ist einfach noch nicht gelegt. Der Rücksetzer ist noch nicht ausreichend. Wir sehen das hier mit den Fibomarken, die ich hier angedeutet habe, dass das ja ebenfalls noch nicht erreicht ist. So, jetzt hoffe ich, dass euch das ein bisschen weiterbringt bei euren Überlegungen, dass ihr daraus was machen könnt. Euch drücke ich jetzt erstmal die Daumen. Wenn ihr mehr Trading-Ideen haben wollt im Trade des Tages, habe ich heute Amazon vorgestellt. Für diejenigen, die im Born for Trading sind, gab es die Vorstellung sowieso schon. Also das habt ihr schon mitbekommen. Es kommt noch natürlich mehr. Meldet euch gegebenenfalls dafür an, damit ihr solche Sachen nicht verpasst. Die Links findet ihr unter dem Video. Beziehungsweise wenn ihr sowieso schon dabei seid, dann kriegt ihr das ja eh aufs Telefon gerade die Nachricht. So, in diesem Sinne euch alles Gute. Liebe Grüße bis zum nächsten Mal.